Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch hier. Ich habe mal auf der Karte geguckt. Es gibt ja wirklich verschiedene Stellen. Ich würde natürlich die Karte gerne aufdecken. Dafür müssen wir aber natürlich das alles hier einmal... bereisen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir müssen gucken, dass wir die Karte irgendwie aufdecken können, bevor ich hier... Ich weiß, hier ist so ein riesiger Typ, der uns da platt machen will. Der da. Aber vielleicht können wir an ihm vorbei rein. Und noch einer. Da muss hier so ein Vogel. Muss schon aufpassen. Da ist so ein Typ. Mit dem reden. Wer ist das? You, please, I can read them. Ich kann sie lesen. Your fingers, please, your fingers. Hände zeigen. Are you one for festivals or flowers? To the south, a grand festival to make the stars turn. Okay. To the east, the heart and bud of a flower to be. But dare you enter into the heart of the scarlet rot? Ach so. Okay. Wir gehen mal hier drüben hin, da können wir auf jeden Fall mal einen Ort der Gnade finden. Wir haben immer noch nicht Dings gefunden, leider. Die Karte hierfür. Da ist irgendwo ein kleines Zelt. Wow! Eine coole Truhe auf jeden Fall. Oh, das war dumm. Den können wir vielleicht auch von hinten steppen da, das machen wir gleich mal. Erstmal müssen wir hier... Scharlachroter irgendetwas. Ah Mist. So viel zum Thema steppen.
nee, komm schon, du Spaß. Hat er mich nicht. Das wäre ärgerlich. Na gut, war jetzt nicht so weit weg, glaube ich, ne? Können wir also hier schnell hinreiten. Unsere Sachen holen wir uns auf jeden Fall wieder da. Na komm her. Na komm. Ganz schön viel Leben verloren bei dem gerade. Guck es mal an. Ein Messingschild, okay. Wir schleichen uns mal dahin zu dem anderen Typen da hinten. Und steppen den nochmal von hinten. Wenn es klappt. Die müssen wir auch killen, leider. Unsere Sachen holen hier, nicht, dass wir die gleich auch wieder verlieren. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh nein! Ach komm schon. Nein! Oh nein, wir sind beide gestorben. Ach, wie dumm war das denn gerade? Nein, müssen wir jetzt alles normal machen? Müssen wir jetzt echt alles normal machen? Oh, das ist das im Spiel, ne, was einen wirklich auf den Sack geht. Da war der ja gar nicht so schwer. Es ist einfach so, ich muss einfach lernen, noch besser zu kämpfen. Ne? Das war richtig behindert gerade. Noch. Muss ihn ein bisschen hier ranlocken.
Können wir ihn da oben jetzt killen? Von hinten vielleicht ganz cool? Weiß ich nicht. Nein! Warum kann er mich denn nicht mehr so gut treffen? Ist ja blöd. Nee. Ach komm schon. Das ist nicht euer Ernst. Wie soll ich ihn denn noch besiegen jetzt? Das geht hier nur so ein einfaches Lager, ne? Ich glaube, ich muss besser kämpfen. Ich muss lernen, besser zu kämpfen. So, holen wir uns unsere Sachen wieder. Na, komm her. So, ihn müssen wir auch noch killen hier. Und dann den letzten da oben, ne? So. Ihn machen wir nochmal von hinten platt. Versuchen wir zumindest. Ist er gestorben da unten? Ich glaube nicht. Hab keine Dings bekommen zumindest. Naja. Oder so, ne? Steht da unten, da wird er, seht ihr das? Hat auch noch relativ viel Energie. Ja, können wir nicht viel machen gerade, ne? Da unten sind noch mehr Ritter und irgendwelche anderen Freakies. Gut. So, gucken wir kurz auf die Karte, wo wir sind. Müssen wir mal da runterreiten noch ein bisschen. Da unten ist er. Aber ich habe jetzt gar keine Lust, da runter zu gehen zu dem. Warum auch? Er will ja nicht gegen mich kämpfen, der Feigling. Gut, dann halten wir hier mal weiter. Da ist so eine Kugel. Nein!
Was du denn Hände, bitte sehr? Krieger Vampirfürst, okay. Das sind irgendwelche. Boah, die sehen auch immer schrecklich aus, die Viecher. Ah, da ist auch so ein. Oh, so ein Ding der Gnade. Lagerfeuer, oft sind das ja nette Leute da. Werter Kunde, okay. Welcome, valued customer. Please, I'm hungry. Was hast du denn da so? Man kann auf jeden Fall Pfeile kaufen hier. Die sollte man auf jeden Fall schon mal ein paar kaufen, denn. Ja. Ein Pfeil kostet, okay. 30 Minuten. Man kann die vielleicht immer mal gebrauchen, irgendwie. Das sollte man aber bedenken. Ionischer Schmetterling. Willst du von mir was kaufen? Ich brauche hier ein paar Sachen. Ich weiß nicht, was man alles daraus herstellen kann. Was ist das denn hier zum Beispiel? Trinas Lilie. Aber da gab doch hier. Ich habe doch auch so Schmetterlinge gesammelt. Verstärkt ruhmreiche Aschen auf plus 2. Auf plus 2. Ach, guck mal, die müssen wir auf jeden Fall behalten. Schwelende Verbrauchung bedeutet, okay. Schmiedestein plus 2. Schmiedestein, okay. Dunkelschmiedestein. Nee, ich habe leider nichts. So, ich nehme jetzt noch den nächsten Weg hier auf mir, um irgendwo hinzukommen. Und dann gehen wir mal zurück zu den Landen, wo wir eigentlich hin wollten. Guck mal, da ist auch noch so einer, den nehmen wir auch noch mal schnell mit. Ich glaube, dann haben wir auch genug Stellen erstmal aufgedeckt, die wir gebrauchen können. Sumpf von Eonia. Lass sie mich ein letztes Mal sehen. Eine herrliche Klinge, die in der Scharlachwolle tanzt. Okay. Okay, so, reiten wir erstmal weiter. Okay, der ist ein bisschen groß. Kommen wir mal vorbei. Okay, sind ein paar Gegner. Da reiten wir mal ganz geschickt dran vorbei. Nehmen das Ding mit. Ort der Gnade. Also wir entdecken hier jetzt mal ein paar Orte der Gnade. Müssen wir auch gleich mal loslegen, dass wir mal wieder was machen hier. Da ist ein Kackdrache. Kein kleiner. Verfallener Ex-Sykes. Ich will nicht gegen ihn kämpfen, ich will einfach abhauen. Hier sind wir wieder ein Stück Karte. Der Drache kommt noch nicht mal hinterher. Hier ist wieder ein Händler. Was verkaufst du denn hier so, guter Mann? Okay, Heldenstern, was haben wir? Ja, gut. Hm.
Da ist auch so ein Typ da oben. Wir reiten einfach mal durch. Goldene Rune haben wir auch eingesammelt gleich schon. Wir gehen mal hier durch. Tor von Celia. Halte bei der Hütte. Mach ich. Bei der Hütte da oben? Okay, lassen. Oh, es freut mich sehr, euch zu sehen, wirklich. Ich bin Grover, ein großer Weiser. Nun vielleicht nicht mehr ganz so groß wie früher. Ich hatte gehofft, jemanden von euch zu finden. Hä? Hat er ihn gerade umgebracht für mich? Bitte anhören. Okay. Du musst bestimmt Nadel finden. Sucht einen tiefen Schaf von Eona vor den Gerns Basilia. Die besagte Nadel ist aus Reingold und liegt dort irgendwo verloren. Zuerst wirst du die Nadel aus Reingold finden. Okay. Die Stadt der Zauberer. Okay. Wow. Okay, wir reiten hier mal kurz weiter. Ach, schon eines verrottene Hundes war das, ne? Hier sind nur Giftdinger wieder. Können wir nicht einfach rein. Ich habe gesagt, irgend so eine goldene Nadel in engem See. Wird wahrscheinlich hier unten sein. Goldene Saat. Okay. Immer wir mit goldener Saat anfangen können. Aber wir haben eine gefunden. Zeit für diesen. Ah, kann man da rüber springen, oder? Da oben kann man auch irgendwo, da oben ist auch irgendwas. Aber wie kommen wir denn da hoch? Man kann hier, hier oben längs irgendwie, aber wie kommen wir denn darüber? Aha. So vielleicht? Himmelsdrehen Skarabäus. Okay. Aber man kommt hier ganz gut über die Dächer längs. Weiß zwar nicht, was ich hier soll, aber...
Nein. Ich soll jetzt eigentlich nur von diesem Pferd, oder? Dann gehen wir hoch. Flamme entzünden. Irgendwo in der Stadt wurde ein Siegel gebrochen. Okay. Ah, okay. Das ist eins von diesen Toren, was wahrscheinlich so aufgegangen ist gerade. Da liegt noch ein Toter da drüben. Da oben das Siegel wurde gebrochen, seht ihr das? Gehen wir mal da hoch. Guck es an. Rühren. Wir rasten auch kurz. Ich weiß, eine merkwürdige Vorgehensweise, erst die ganzen Karten aufdecken zu wollen, aber ich finde es ganz cool, das zu machen, weil dann habe ich nachher irgendwie alle Reisepunkte und muss nicht mehr so viel laufen oder irgendwas und kann einfach nur absuchen. Na gut. Ich dachte, man könnte vielleicht noch irgendwas da finden. Wahrscheinlich findet man da gar nichts mehr. Ich weiß zwar gerade nicht, wer auf mich schießt, aber... Weiß man da oben irgendwie raufkommt noch? Da sieht so aus, ob da hinten irgendwas ist. Seht ihr das? Oh! Okay. Diese Kackkugel her. Oh. Da hinten ist noch so ein Leuchtding, aber da kommen wir nämlich nicht einfach so durch. Heilige Träne, okay. Wer ist er hier? Wer ist da? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Ach, das ist die, die wir finden sollten. Not to be meddled with by man. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Ah, wie geil. Na gut. Was von denen er geredet hat, wir brauchen aber diese Nadel erst, ne? Bevor wir ihr irgendwie auf irgendeine Art helfen können. Ganz schwierig, die Nadel zu finden. Aber das werden wir auch noch schaffen. Reden wir mal kurz mit ihr. If you are wise, you will my flesh. If you are wise, my flesh writhes with scarlet rot. Könntest du mir mal kurz stärker machen? Können wir nicht. Schade. Aber wir haben ja noch ein paar von den Dingern. Stufenanstieg. Ja, immer ein bisschen mehr, ne? So, konnte ich nicht auch...
Etwas voraus, Zeit für dieses Springen. Achso. Sakramentsknospe. Nehmen wir mal damit hier. Vielleicht brauchen wir nochmal irgendwann. Gut. Sternlichtsplitter, okay. Wofür die alle Sachen schon gebrauchen oder bald gebrauchen können, weiß ich noch nicht. Müssen wir noch mal rausfinden. Meinte diesen See hier? Er hat von irgendeinem See gesprochen, ne? Was ist dieser gemeint? Da kommt der Große jetzt. Oh. Nein, wie schieße ich denn? Das ist ein bisschen stark, glaube ich. Hat sich gerade geheilt? Ja, okay.
auch übertrieben dumm von mir. Aber naja. Also es kommt mir so vor, als ob wir hier auch nicht so richtig vorankommen. Also wir müssen diese goldene Nadel für sie finden, das weiß ich. Wo wir die finden, weiß ich noch nicht. Muss gleich mal gucken. Aber ich würde mich gerne mal ein bisschen stärker machen. Und wir reisen ja die ganze Zeit nur hier rum. Und ich suche und suche. Und wir werden nicht stärker. Das macht ja nicht so viel Sinn. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir hier mal wieder ins Anfangsgebiet so ein bisschen reisen. Und uns da vielleicht mal ein bisschen stärker machen. Keine Ahnung. Das haben wir ja schon ganz gut erkundet. Es gibt ja noch genau viele Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Aber ich würde ganz gerne die Karte hierfür erstmal haben. Seht ihr das? Vielleicht machen wir das als nächstes. Randgebiet des Totenwasserdorfs. Da gehen wir mal rein. Genau. Das ist da, wo wir den Boss auch besiegt hatten. Vielleicht können wir da noch irgendwie weiterkommen. Genau, also runter müssen wir nicht nochmal. Aber man kann ja mal gucken, ob man nicht hier das Pferd rufen kann und dann gucken wir auf die Karte mal. Hier ist zum Beispiel das Portal, was uns der Typ gegeben hat. Könnte man natürlich mal nutzen, zu diesem Bestienmeister zu gehen. Hier ist noch eine Kirche. Waren wir schon bei der Kirche? Ich weiß es nicht. Also Kirche? Ja, das Portal auf jeden Fall, aber die Kirche, die ist mir neu. Kann man das irgendwie... Oh, markier das mal hier. Okay, da reiten wir jetzt mal hin. Kann ich das sehen auf meiner Markierung? Nö, das ist ja blöd. Wieso sehe ich die Markierung denn nicht? Also muss er südöstlich sein, ne? So, warten wir mal in die Richtung. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen zu der Kirche. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ah, okay. So, da. Ich glaube, da unten ist die schon. Kann das sein? Okay, wie kommen wir da runter, ist die Frage. Heieiei, das ist ein bisschen tief. Ach, oder hinten geht es vielleicht da irgendwo runter? Aber runterjumpen können wir ja nicht, ne? Aber hier waren wir schon mal. Das sind die Gräber. Da haben wir doch schon mal die Dinger eingesammelt. Oh! Wie dumm. Wie dumm war das denn, bitte sehr? Egal. Egal, egal, egal. Ich dachte, man könnte vielleicht noch die Höhe schaffen. Kann man aber nicht. Okay, wie kommen wir da runter, ist die Frage. Müssen ja irgendwie da runterkommen, ist ja nicht das Problem. Gibt ja einen Weg wahrscheinlich. Aber wie? So, südöstlich. Ich will noch ganz kurz was gucken. Aber wir gehen da hinten, kommen wir runter. Guck mal, das sind wir doch. Okay, machen wir das. Können wir hier links reiten? Hier war das Fahrwasser, wo wir waren. Das Totenwasserdorf, ne? Wir müssen nur da runterkommen. Guck mal, hier sind auch die Grabsteine. Die haben wir doch auch schon mal besucht, die Grabsteine. Bin mir ziemlich sicher. Guck mal, hier irgendwie runter. Ah, guck mal. Wie geht's? Genau, hier waren wir auch schon mal, weil hier haben wir auch diese goldenen Runen eingesammelt, was ihr euch erinnern könnt. Diese Gräber sind ganz gut, um Runen zu farmen. Ich hoffe, es kommen noch mal ein paar mehr, aber anscheinend ja nicht. Wo sollen wir hin? Da unten ist die Kirche. Wie kommen wir denn da runter? Ach, guck mal, da ist so ein Sprungding. Okay, warte mal. Da geht immer noch ein bisschen hoch, ne? Man traut sich auch nicht runterzuspringen überall, weil... Aber hier können wir runterspringen. Guck mal, hier können wir auch ein bisschen was einsammeln. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das benutzen können, das interessiert mich eigentlich irgendwie mal. Aber vielleicht kommt das ja noch. Oh, da liegen ganz viele Wölfe. Die gehen wir mal außen rum. Sorry, bevor du deine Kollegen rufst, mache ich dich lieber platt. Ah, guck mal, wir können hier ganz locker runterlaufen, okay. Gut. Gut, ja, ich würde auf jeden Fall... Oh, ich würde auf jeden Fall ein bisschen stärker werden gerne mal. Dafür müssen wir, glaube ich, ein paar Sachen einsammeln. Guck mal hier. Was ist das denn? Ich will ein paar Runen einsammeln. Eine goldene Rune, perfekt.
Das ist ganz gut bei den, dass die so easy sind. So, ist das hier richtig? Ja, guck mal, jetzt sind wir richtig. Und da ist auch schon wieder eine, so eine Stelle, wo wir rein können. Oh, da ist auch irgendwas. Aber ich nehme mal das Teil hier an. Und dann können wir da noch was einsammeln. Was ist das? Huch. Diese blöden Viecher, oder? So, da können wir auf jeden Fall was einsammeln. Was ist das? Oh, da haben wir schon mal. Ist das so eine Träne? Flasche der wundersamen Arznei. Kristallträne findet ihr am Fluss niederer Erdenbäume und an anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen ihr es herstellen, deren Effekt ihr selbst bestimmt. Okay. Purpurroten Flasche der wundersamen Arznei. Okay, wir müssen mal gucken, was das ist. Heilige Träne. Warte mal, können wir vielleicht unsere Flaschen verstärken? Können wir unsere Flaschen verstärken damit? Das kann man. Aber Flaschen haben wir ja auch. Flaschenaufladung hinzufügen. Anzahl der Flaschen mit goldener Saat erhöhen? Ja, klar. Eine Ladung der Flaschen mit Popotrim wurde hinzugefügt. Können wir Flaschen verstärken? Menge der mit aufgefüllten heiligen Tränen? Ja, klar. Die Menge der eure Flasche abgefüllten MP wurde erhöht. Können wir noch mehr machen? Menge der Flaschen mit aufgefüllten Empfehlungen mit heiligen Tränen erhöhen? Ja. Oh, was machen wir denn da die ganze Zeit? Warte mal kurz. Anzahl der Flaschennutzung mit der goldenen... Ja. Anzahl der, mit zwei goldenen Saaten erhöhen? Ja. Nicht genug goldene Saat. Oh, schade. Ach, da hätte ich wahrscheinlich es anders machen müssen wahrscheinlich. Jetzt haben wir 6 Flaschen. Okay. Mit zwei goldenen. Anzahl der Flaschen Nutzung mit zwei goldenen Saaten erhöhen. Ja, wir haben leider nicht genug. Okay. Flasche verstärken. Menge mit der Flasche. Keine Tränen mehr im Inventar. Okay, anscheinend haben wir ja. Also ich würde die nicht verteilen, weil ich. 6 Flaschen finde ich schon ziemlich gut. Jetzt haben wir also 6 Flaschen zum Auffüllen und die sind sogar noch verstärkt. Das ist ja mal top. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, hier stoppen wir erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.